Du willst beim Öffnen deiner Beinrückseite endlich mal richtige Fortschritte machen. Möglicherweise wirst du ja, wie viele andere auch, nur von dieser einen Sache zurückgehalten. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du mit dem Trick, den ich dir jetzt zeige, auf jeden Fall riesen Fortschritte machen. So, den Trick zeige ich dir jetzt auf Basis einer sehr, sehr wertvollen Übung für die Beinrückseite. Die Wade wird auch hübsch mit geöffnet. Mach am besten direkt mit, dann spürst du auch, worum es geht und kannst es dir besser merken. Was wir brauchen, ist eine Wand, wo wir gleich den Fuß dran bringen werden. Gegebenenfalls willst du dir das hintere Knie etwas abpolstern. Ich habe mir hier so ein Kissen geholt. Du kannst ein Sofakissen, ein Kissen nehmen, wenn du zu Hause wärst. Und es hilft auf jeden Fall, sich ein bisschen abstützen zu können. Optimal sind zwei Stäbe, das sind jetzt hier zwei Besenstiele, Wischmopp würde gehen. Du könntest auch dich tiefer abstützen mit zwei Yoga-Blöcken. Je nachdem, wie mobil du bist, ist aber höher abstützen ein bisschen günstiger. So, kommen wir in die Übung hinein. Ich bin jetzt, das ist natürlich eine Frage der Körpergröße, ich bin jetzt hier mit dem Kissen ja, ungefähr einen Meter weg ja, von der Wand. Da setze ich jetzt mein rechtes Knie drauf, ich werde es auf der linken Seite zeigen. Und mein linker Fuß kommt jetzt hier an die Wand. Die Idee ist, dass ich, wenn ich jetzt in die Position reingehe, mit der Hüfte ungefähr überm Knie bin. Also ich sollte nicht mit dem Knie weiter hinten oder weiter vorne sein. Idealerweise bin ich drüber. So, also jetzt setze ich meinen Fuß hier an. Ist natürlich so, je näher ich jetzt hier auch mit der Ferse an die Wand gehe, also das Sprunggelenk mehr beuge, desto mehr Dehnung wirst du in der Wade haben. Vielleicht sogar mehr als in der Beinrückseite, das ist abhängig davon, wie mobil deine Wade ist. Das ist natürlich nicht schlecht, das ist, gehört ja zusammen. Also wenn du ne, in die Rumpfbeuge willst, mit dem, wenn du mit der flachen Hand bei gestreckten Beinen auf den Boden kommen willst, dann muss die Wade mitspielen. Ja? Aber das kannst du ein bisschen regulieren, wenn du die Ferse ein bisschen weiter wegnimmst, dann bist du ein bisschen mehr in der Beinrückseite. Ich gehe jetzt relativ nah dran. So, jetzt um in die Beinrückseite reinzukommen, ist jetzt entscheidend, was das Becken macht. Das heißt, wir gehen jetzt nicht nach vorne hier im Oberkörper, machen den Rücken rund, sondern wir nehmen das Becken mit, wir arbeiten übers Hüftgelenk. Und jetzt kommt der Trick. Wir wollen den sogenannten lateralen Bereich deiner Beinrückseite ansprechen, also den außenliegenden. Das ist der Biceps femoris, kannst du gerne mal googeln, dass du auch visuell hast, worum es da geht. Den wollen wir ansprechen und der ist oftmals ja, sehr fest, sehr rigide und deswegen kommst du nicht weiter. Und wie erreichen wir das? Indem wir eben das Becken nicht nur nach vorne kippen, sondern eine Rotation machen. Das heißt, ja, ich rotiere von der rechten Seite des Beckens zum Oberschenkel hin, nach links. Ja, und jetzt kippe ich das Becken nach vorne und suche die Dehnung. Es ist jetzt nicht wild, wenn du dich ein bisschen rund machst, aber entscheidend ist wirklich, dass das Becken nach vorne gekippt ist und einrotiert. Ja, und dann suche ich mir hier meine Dehnung. Tief und regelmäßig atmen ist immer hilfreich und kann erstmal in eine passive Dehnung reingehen. Ja. Wenn wir es ein bisschen cleverer machen wollen, werden wir aber auch aktiv. Eine Sache, die du machen kannst, ist, dass du aktiv die Oberschenkelvorderseite anspannst. Das heißt, die Kniescheibe wird nach oben gesogen. Das heißt, hier spannen wir an und das zentrale Nervensystem wird dadurch auf der anderen Seite loslassen. Das ist Antagonist-Prinzip. Ja? Das können wir also machen über einen gewissen Zeitraum. Ich spanne 10 Sekunden an, dann lasse ich los und suche mir wieder die Dehnung. Und was wir auch machen können, um noch mehr die Außenseite, also den Biceps femoris zu aktivieren, ist zum einen einmal die Ferse nach unten drücken und das Bein zu abduzieren. Also ich ziehe, drücke nach unten und ich ziehe nach außen, sagen wir mal auch für 10 Sekunden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann gebe ich wieder nach und gehe in die Dehnung rein. Ja, könntest du so einen Zyklus machen, 10 Sekunden Oberschenkelvorderseite anspannen, 10 Sekunden relaxen, passives Dehnen. 10 Sekunden Ferse in den Boden drücken und das Bein abduzieren, nach außen ziehen. 10 Sekunden Dehnen. Ja, und so mal so einen Zyklus von 2 Minuten machen. Dann kommt die andere Seite dran. Und davon machst du dann 3 Durchgänge. Und wenn du mal ein Weilchen da dran bleibst, 3 bis 6 Wochen, verspreche ich dir, wirst du, wie im Intro schon gesagt, riesen Fortschritte machen. Apropos Riesenfortschritte bzw. Erfolg. Eine ganz, ganz wichtige Zutat dafür ist natürlich regelmäßig zu trainieren, mit einem gewissen Volumen zu trainieren. Also es bedeutet schon auch bis zu einem gewissen Grad
je nach Betrachtungsweise, viel zu tun. Aber viel wichtiger ist viel zu tun, ist das Richtige zu tun, in der richtigen Reihenfolge, mit der richtigen Dosierung. Und das kannst du als Laie nicht wissen, insbesondere weil der Körper ja ein Ökosystem ist, in dem nichts getrennt voneinander geschieht. Wenn ich mobil werden will in der Beinrückseite, ich habe es vorhin gesagt, muss die Wade mitspielen, die Plantarfaszie, also Fußsohle, Zehen, der komplette Rücken muss offen sein. Ja. Und es wird sehr, sehr schnell, sehr komplex. Und an der Stelle macht es einfach Sinn, sich von Profis wie uns helfen zu lassen. Deshalb unser Strong and Flex-System, deshalb ist es unten im angepinnten Kommentar immer verlinkt. Geh auf jeden Fall mal auf unsere Website, mach dich schlau, unter Programme kannst du dir mal das Erklärbär-Video zum System anschauen. Auf der Startseite gibt es einen richtig coolen, kostenlosen Videokurs, den du dir holen kannst, samt einer kostenlosen Mobility-Routine. Also da auf jeden Fall mal hingehen und das anfordern. Und dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, die jetzt wieder brandaktuell und neu ist, nachdem wir lange nicht greifbar waren. Und zwar Ende September gibt es unser Strong and Flex Incentive, unseren Workshop. Und auch da findest du auf der Website den Reiter dazu und kannst dir das mal anschauen. Der Workshop wird großartig. Jeder einzelne Inhalt hat transformatives Potenzial. Und da freuen wir uns sehr, euch zu sehen. Besonders sinnhaft ist natürlich eine Teilnahme im Workshop, wenn man mit unseren Programmen schon gearbeitet hat, also sagen wir mal, mindestens mit Mobility für Anfänger 4 Wochen solltest du gearbeitet haben, dann hast du auch eine Grundlage, eine Bewegung ist ja auch eine Sprache und wir müssen eine Sprache sprechen und das ist dann für den Workshop sehr, sehr hilfreich und wer natürlich schon mehrere Programme von uns gemacht hat, der ist da bei uns besonders gut aufgehoben. So, ich bin sehr gespannt, wie es dir mit der Übung geht. Gib gerne Feedback unten anhand der Kommentare, ein Däumchen nach oben für das Video. Abonnier uns, falls noch nicht geschehen. Danach immer unbedingt die Glocke aktivieren, denn nur dann bekommst du eine Info, wenn wir ein neues Video online stellen. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal.